Würfelquallen gehören zu den giftigsten Quallen der Welt. Ich zeig dir mal, was passiert, wenn dich eine Würfelqualle hier in Europa erwischt, und verrate dir alles, was du über diese Tiere wissen musst. Würfelquallen sind nicht eine einzige Tierart, sondern eine ganze Gruppe von Quallen, die ungefähr 50 Arten beinhaltet. Zu den bekanntesten gehören die gefürchtete Seewespe und die winzige Irukandji-Qualle. Die Seewespe ist die vielleicht gefährlichste Qualle der Welt und kann einen Menschen innerhalb von wenigen Minuten töten. Und auch die Irukandji-Qualle löst heftige Vergiftungen aus, die allerdings relativ selten tödlich verlaufen. Die Mittelmeerwespe ist eine weitere Würfelqualle, die auch in europäischen Gewässern anzutreffen ist. Und zwar findet man sie im Mittelmeer, wie ihr Name schon verrät. Wir werden auf das Gift dieser Tiere noch genauer eingehen. Zunächst aber mal eine sehr wichtige Frage. Der Körper einer Qualle besteht grob gesagt nur aus zwei wichtigen Teilen. Und zwar aus dem Schirm und den Tentakeln. In der Realität ist das alles natürlich ein bisschen komplexer, aber der Schirm und die Tentakel sind nun mal die zwei wichtigsten Körperbestandteile einer Qualle. Eine Würfelqualle erkennst du am einfachsten an ihrem Erscheinungsbild. Der Name Würfelqualle kommt davon, dass der Schirm der Qualle eine kubische, also eine würfelförmige Gestalt hat. Die Würfelquallen haben an jeder Kante jeweils einen Ausläufer, an dem jeweils ein oder mehrere Tentakeln hängen können. Die Anzahl der Tentakeln ist von Art zu Art unterschiedlich. Sehr große Arten, wie zum Beispiel eben die Seewespe, die einen Schirmdurchmesser von bis zu 30 cm haben kann, trägt mehrere Tentakel. Die Irukandji-Qualle ist hingegen winzig klein und erreicht selten einen Schirmdurchmesser, der größer als 1,5 cm ist. Eine Mittelmeerwespe wird ein bisschen größer, ihr Schirmdurchmesser beträgt etwa 3 cm. Auch sie besitzt 4 Tentakeln. Würfelquallen sind wegen ihrem starken Gift sehr wehrhaft und vielfach gefürchtet. Doch nicht alle fürchten sich vor ihnen. Würfelquallen erbeuten Fische. Die Fische werden durch das Gift gelähmt und dann von der Qualle gefressen. Allerdings fällt auf, dass manche Fische keine Angst vor der Qualle haben und ihr sogar hinterher schwimmen. Dieser Fisch wagt es sogar extrem nahe an den gefährlichen Tentakeln der Qualle zu schwimmen. Warum hat er keine Angst? Was ist sein Geheimnis? Nun, es gibt bestimmte Fische, die von einer besonderen Schleimschicht umgeben sind, die sie vor den Tentakeln der Qualle schützt. Und deshalb können sie sich gefahrlos in der Nähe der Tentakeln aufhalten, ohne von der Qualle gestochen zu werden. So eine tödliche Qualle als Begleiter ist schon ein ziemlich guter Schutz. Vor allem, wenn du nur sehr klein bist und in einer Welt lebst, wo dich alles Mögliche fressen will. Der Mensch kann sich nur mit Hilfe von speziellen Anzügen vor dieser Qualle schützen und selbst dann hast du keinen 100%igen Schutz. Vor allem, weil einige Würfelquallen so klein sind, dass man sie oft noch nicht einmal sieht, können sie gefährlich sein. Und bei den großen Würfelquallen können die Tentakel abbrechen und durch das Wasser schweben und dann ebenfalls nicht gesehen werden. Würfelquallen sind normalerweise in subtropischen bis tropischen Gewässern verbreitet. Allerdings gibt es auch einige Ausnahmen, die bis in die gemäßigten Zonen vordringen können, wie zum Beispiel eben die Mittelmeerwespe. Würfelquallen bewegen sich meistens relativ dicht unter der Wasseroberfläche, normalerweise in der Nähe von einer Küste. Im Gegensatz zu vielen anderen Quallen verfolgen Würfelquallen keine planktonische Lebensweise. Das bedeutet, sie lassen sich nicht von der Strömung treiben, wie es beim Plankton der Fall ist, sondern sie schwimmen aktiv, wie wir es normalerweise bei Fischen erleben. Es ist nachgewiesen, dass Würfelquallen aktiv auf bestimmte Ziele zuschwimmen oder sich davon entfernen. Würfelquallen schwimmen aktiv und haben Augen. Siehst du diese schwarzen Flecken an der Qualle?
Das sind spezielle Organe, die wir als Rhopalien bezeichnen. Die Qualle hat insgesamt 4 von diesen Rhopalien. Auf jedem Rhopalium befinden sich 2 Linsenaugen, 2 grubenförmige Pigmentaugen und nochmal 2 spaltenförmige Pigmentaugen. Insgesamt hat die Qualle also 24 Augen. Obwohl sie so viele Augen hat, kann sie nicht ansatzweise so gut sehen wie wir Menschen. Mit ihrem visuellen System können Würfelquallen nur zwischen hell und dunkel unterscheiden und außerdem können sie grobe Strukturen im Wasser erkennen. Die Würfelquallen benutzen ihre Augen, um im Wasser zu navigieren und um Hindernissen auszuweichen. Wahrscheinlich benutzen sie sie aber auch für die Jagd oder um einen Partner für die Fortpflanzung zu finden. Sie werden von Licht angezogen und können sich sogar an bestimmte Richtungen, in die sie geschwommen sind, erinnern. Ja, und das, obwohl sie kein Gehirn haben. Ich kenne Menschen, die kriegen das mit Gehirn nicht mal auf die Reihe. Die laufen dann im Wald rum und finden nicht mehr raus. Das ist eigentlich nicht so lustig, das ist eigentlich ziemlich traurig. Aber ich lache trotzdem, weil ich es nicht beeinflussen kann. Also, warum sollte ich mich darüber aufregen? Studien haben gezeigt, dass die Quallen dunklen Objekten im Wasser ausweichen. Das bedeutet, wenn sie im Wasser auf einen Menschen treffen, neigen sie dazu, diesen Menschen auszuweichen und nicht auf ihn zuzuschwimmen, so wie man es ihnen manchmal unterstellt. Was aber passiert, wenn man trotzdem mit so einer Qualle in Kontakt kommt? Der Stich einer Würfelqualle ruft innerhalb kurzer Zeit starke Schmerzen hervor. Die Muskulatur verkrampft sich und das Gewebe wird zerstört. Außerdem besitzen viele Würfelquallen kardiotoxische Komponenten in ihrem Gift. Das bedeutet, es wirkt auf das Herz und kann im schlimmsten Fall den Tod durch Herzstillstand hervorrufen. Wichtig zu beachten ist aber, dass nicht alle Würfelquallen dasselbe Gift haben und nicht alle Würfelquallen sind gleich giftig. Die Symptome, die ich soeben aufgezählt habe, treffen hauptsächlich auf die Seewespe und die kleine Irukandji-Qualle zu. Beide Arten sind aber nicht in Europa heimisch. Aber auch die in Europa vorkommende Mittelmeerwespe besitzt ein sehr wirksames Gift. Der Kontakt zu einer Mittelmeerwespe kann ebenfalls zu starken Schmerzen und auch zu Übelkeit und Erbrechen führen. Allerdings sind mit der Mittelmeerwespe keine Todesfälle bekannt und können, wenn überhaupt, nur durch eine Allergie ausgelöst werden. Oder wenn man im Wasser plötzlich panisch herumstrampelt, weil man von einer Würfelqualle erwischt wurde und dann absäuft. Dann kann man aber auch sterben, wenn man auf den Seeigel getreten ist oder sonst was. Na, ihr versteht, was ich meine. Dennoch ist so eine Qualle nicht zu unterschätzen und man sollte nicht unbedingt ins Wasser gehen, wenn dort nachweislich solche Mittelmeerwespen in großen Zahlen auftreten. Eine weitere Qualle Europas, die ebenfalls ziemlich unangenehm werden kann, ist die große Löwenmähnenqualle. Sie kann auch vor den Küsten Deutschlands auftreten und ihre Tentakeln können bis zu 30 Meter lang werden. Wenn du wissen willst, was passiert, wenn dich eine Löwenmähnenqualle erwischt, schau dir gerne das Video an, das ich dir hier im Abspann vorschlage. Bis dann!